Ja, schön guten Wochenende. Freude bricht aus. Wochenende heißt, der Ära fährt wieder eine Runde Panzer. Und weil ja jetzt die schöne Adventszeit angefangen hat, dachte ich mir spontan, muss es auch ein großes Feuerwerk geben. Und das große Feuerwerk, das ist der E100. Ja, wir fahren unseren E100, Stufe 10, deutscher Heavy Tank. Also super Heavy Tank. Und wir sind auf der Highway Map. Das Schöne ist, wenn man hier mit dem Heavy da ist, weiß man, was man zu tun hat. Wir müssen in die Stadt und müssen suchen, dass wir die Stadt so ein Stück weit für unser Team sichern, weil die Stadt komischerweise schon über Sieg und Niederlage entscheidet. Ansonsten relativ wenig Zehner unterwegs. Das ist für einen E100 immer gut, weil was der E100 gut kann, ist kleine Verkloppen. Das ist ein bisschen der unfaire Panzer, tut sich gegen andere Zehner meiner Meinung nach durchaus ein Stück weit schwer. Also so ein IS-7 und ein IS-4. Auch der T110 E5, das sind alles so Gegner, die mag er nicht, weil der Durchschlag bei dieser tollen Wumme ist halt einfach ein Stück weit sehr gering. Also von vorne auf den T110 E5 zu kommen, da brauchst du schon Gold, weil hast halt leider nur 238, glaube ich, oder so Durchschlag. Ich kann ja mal kurz nachgucken. 235. Ja, deswegen ganz viele, für viele ist der E100 der Noob-Tank, weil die meisten einfach zuerst dahin kommen und vor allem, weil ganz viele Leute den ein- und ausschließlich mit Gold fahren. Ich bin geizig und gleichzeitig halte ich Gold auch für die Negierung vieler Spielprinzipien. Deswegen, ich habe auch Gold dabei, keine Frage. Aber ich versuche ihn nicht ausschließlich mit Gold zu spielen und nehme das eigentlich auch nur als absoluten Notreserveplan. Das gebe ich auch ehrlich zu, weil ich halt, wie gesagt, dafür zu faul bin, vor allem zu geizig und weil mir das einfach auch so ein bisschen gegen Strich geht, weil es macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum soll ich so eine übel schwere Kiste fahren, die einfach nicht vorwärts kommt, die übelst Panzerung hat, wenn das durch Gold eh alles negiert wird? Ja, wie auch immer unsere Arti das gerade gemacht hat, unsere Arti hat sich die Grille 15 geschnappt und hat sie direkt instant aus dem Spiel befördert. Finde ich spannend. Ja, wir sind zusammen unterwegs hier, haben noch ein bisschen Heavy Support, haben noch einen 110 E5 dabei und einen IS-3. Und ja, harren der Dinge, die da kommen mögen. Wie gesagt, E100 ist, jetzt kommt das Fiese, das ist der schnellere der beiden deutschen Heavys. Die Maus ist noch einen Zacken langsamer und da will ich mir aber definitiv auch noch eine besorgen. Also ich habe sie schon freigespielt. Es mangelt wie immer an den Moneten. Aber da habe ich vielleicht noch genug Zeit, mir eine kleine tolle Crew von Damen zu besorgen, die diese Maus dann bedienen. Ja, unser Team drückt sehr, sehr übel auf der 1-2. Die wollen es wissen. Und hier in der Stadt ist es noch verdammt ruhig. Da ist der 110 E5 und der IS-3. Und ja, wir machen was mit dem E100 durchaus Sinn ergibt. Wir versuchen, an die Flanke zu kommen. Ja, ich habe versucht, durch die Mauer durchzukommen, hat leider nicht sollen sein. Ja, der Druck oben auf 1-2 scheint sehr erfolgreich zu sein. Also steht 3-1. Die haben sich tatsächlich da schon ein Stück weit was geholt. Aber wer halt richtig krass drauf ist, unsere Arti. Also beide Artis haben schon einen Kill. Und da ist der IS-3. Ja, wie gesagt, von vorne durchaus Panzerung vorhanden. Und wenn der Gegner nicht spontan auf Gold umsteigt, sehr cool. So, jetzt versuche ich einen Schuss auf den ST-1 durch die Mauer. Jawohl, und schön unten in die Wanne. Und das ist halt das sehr, sehr Befriedigende an dieser Kanone. Da kommen Zahlen, die man halt wirklich gut findet. Ja, IS-3 hat mir die Kette abgeschossen. Das kann er tun, solange er möchte. Solange er mir damit keinen Schaden macht, das ist ein gutes Recht. Und da ist er wieder. Und jetzt steht der ST-1 sehr gut gewinkelt. Ich habe versucht, die Cheeks zu erreichen, hat nicht funktioniert. Und dann sind wir natürlich schön abgebounced. Da ist der M4190GF, also quasi der deutsche Borker Bulldog. Der wird noch wichtig, deswegen sage ich so. Der ist nämlich witzig. Gut, ja, 6-2. Jetzt sehe ich schon so ein Stück weit unsere komischen Pferde davon ziehen. Also, wenn ich auch sehe, der T54-1 macht die ganze Zeit nur Stress. Vielleicht so ein Hinweis an alle, die sich das hier angucken: Es nervt. Liebe Leute, das hier ist ein Computerspiel, das soll Spaß machen. Man muss natürlich, und da war ein T110 E4, ein amerikanischer Tank Destroyer hat uns also sowas von eine gegeben, aber ist so blöd und hält uns den Rücken hin. Und von hinten ist das für unsere Kanone überhaupt kein Thema. Ja, jetzt kommt eigentlich das, warum ich gesagt habe, das Replay zeige ich mal den Leuten. Also nochmal zurück, es ist ein Spiel, soll Spaß machen. Wenn ihr die ganze Zeit nur am Motzen seid, mich kotzen manchmal auch Dinge an, keine Frage.
Aber wenn ihr die ganze Zeit nur rummotzen wollt, dann spielt bitte was anderes, weil ihr versaut einfach allen anderen das Spiel. Ja, die gegnerische Art, die macht schon Suizidalbewegungen. Und jetzt wollt ihr eigentlich nur zeigen, wie man hier schön rumstehen kann und sie von allen Seiten beschießen kann. Ja. Ja, der Schuss war ein wenig misslungen. Und jetzt sind wir so ein bisschen in der Zange zwischen dem SC1 und dem Walker Bulldog. Und habe jetzt beschlossen, den Bulldog zu jagen. Was jetzt nicht besonders clever ist, aber was will ich machen? Spiel ist eh vorbei. Und jetzt kann man ja dann durchaus auch noch ein bisschen Spaß haben. Und der Bulldog hat es tatsächlich geschafft, vor unserer Flinte stehen zu bleiben. Also so langsam zu fahren, dass wir ihm noch eine geben konnten. Und da kommt er wieder von vorne. Hat sich es wahrscheinlich anders überlegt. Und man muss dann irgendwann einfach auch mal ein Stück weit offensiv bleiben. Jawohl, und das wollte ich eigentlich noch, einen schönen Ram. Und da ist er von hinten gebounced. Und dem STI nochmal eine 800 schön in die Seite. Und es ist ein ganz entspanntes 15-3. Und die deutsche Dampframme hat einfach gezeigt, was wir können. In diesem Sinne, wir schauen mal ganz kurz auf die Auswertung. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es war jetzt nicht das überragende Gefecht, sondern ging halt eher so darum, einfach mal ein schönes Gefecht zu zeigen. War nur eine Überlegenheitsmedaille dritter Klasse, also nichts Besonderes. Kugelsicher und vor allem eine Steel Wall. Das freut mich immer sehr, weil das zeigt, dass es dann doch durchaus ab und zu Sinn macht, so eine langsame Schindel zu fahren. Wir haben 7-mal den M41 gebounced, wir haben den STI 3-mal gebounced und wir haben den IS-3 2-mal gebounced. Sehr anständig. Ja, in der Teamwertung sind wir auf einem guten 4. Platz, 734 EP, 2444 Schaden geschossen. Und das finde ich halt das Schöne an diesem Panzer, weil das sind genau 4 Durchschläge. Also wir haben 7-mal geschossen, 5-mal getroffen und 4-mal sind wir reingekommen und da haben wir 2444 Schaden gemacht. Das ist mir sehr angenehm. Wir haben vor allem, was für Stufe 10 jetzt nicht so oft passiert, 17.000 Credits plus gemacht und haben 3000 DP bekommen, war aber ein Dreifach-Event. Also insofern nicht ganz so aufregend. Ja, nichtsdestotrotz, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Es sind ja auch die kleinen Dinge im Leben, die einen Menschen glücklich machen. Wenn euch das gefällt, zündet die Adventskerzen an, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen netten Kommentar, supportet meinen Kanal ein Stück weit, würde ich mich sehr drüber freuen. Und mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, noch ein schönes Restwochenende. Ich wünsche euch was, der Ära.